Allein die Zahlen sind relativ beeindruckend. 22% der ukrainischen Militärangehörigen sind Frauen. Zum Vergleich, vor 2 Jahren waren es noch 16%. Allein seit dem 24. Februar, also seit Kriegsbeginn, haben sich mehr als 1.000 Frauen freiwillig gemeldet fürs Militär. Und das auch nur fürs Militär. Dazu kommen noch andere Freiwilligenverbände. Da sind die Zahlen noch einmal deutlich höher. Vor allem auch im Sanitätsdienst, aber auch tatsächlich an der Front selbst sind sehr, sehr viele Frauen im Einsatz, die wir dort immer wieder treffen, sei es am Gewehr, sei es tatsächlich auch an schweren Geschützen und auch hinter den Linien natürlich. Das ist das eine. Das andere ist aber das, was im alltäglichen Leben passiert. Frauen, die helfen, wo sie können. Das heißt, für beispielsweise die Armee an der Front, ob es da Essensrationen sind, ob es Medikamente sind, ob Spenden, die gesammelt werden. Das sind oftmals die Frauen, die da federführend sind bei den Hilfsorganisationen. Wenn es auch um die Versorgung der Bevölkerung beispielsweise geht, besonders in der Ostukraine, in Kramatorsk, haben wir das gesehen. Auch dort Organisationen, die dafür sorgen, dass die Menschen schlichtweg nicht verhungern. Also insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil für die Ukraine, politisch, militärisch, aber vor allem auch für die Zivilbevölkerung, die Hilfe, die dort von weiblicher Seite sozusagen kommt. Und wie wir hören, sind diese Zahlen immer noch am Wachsen. Das heißt, die freiwilligen Meldungen, die sind immer noch da. Und es ist eine relativ steile Kurve, die dort nach oben geht. Insofern darf man auf gar keinen Fall die Rolle der Frauen hier in diesem Krieg gegen Russland unterschätzen. Hat euch der Bericht gefallen? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.